Ja, herzlich willkommen zurück bei SimCity. Ich bin wieder da, euer Lieblingsbürgermeister quasi mit der meisten Ahnung von SimCity. Ich bin quasi der Chef, ich habe Maxis erfunden damals. Ich war erst 2, als ich das erste SimCity selber nachprogrammiert habe, weil mir das Original nicht ganz so gut gefallen hat. Da wollte ich noch 2, 3 kleine Änderungen, habe ich selber nochmal neu programmiert. Ja, ja. So, jedenfalls, wir haben, stinkt nach Ranz, wir haben wieder Spielgeräusche, oder? Ja, Spielgeräusche, juhuhuhu. Ich entschuldige mich für sämtliche Kakophonien, für die, also ganz nachträglich mal, oh, ein Flugzeug. Was ich sagen wollte, ich entschuldige mich nochmal für die Gesänge zwischendurch, die ja nun nicht ganz so funktioniert haben, weil ich die Musik ja nachträglich nochmal einspielen musste. Das heißt, die Gesänge, natürlich, ey, du bist Offbeat, ey, ist voll scheiße, ey, kacke, hör auf zu singen, ey, du Bastard. Ich hoffe, dein Zäpfchen fällt raus, also aus dem Mund, ne, nicht das andere. Da ist nämlich keins drin. So, jedenfalls gab es ja viele begeisterte Kommentare, die sich unbedingt die CD herholen wollten. Aber ganz ehrlich, es liegt einfach nur daran, dass sich das so scheiße angehört hat. Liegt daran, dass es natürlich die falschen Lieder im Hintergrund waren. Ich hätte die richtigen niemals wieder raussuchen können oder noch synchronisieren können. Das hätte niemals geklappt. Deswegen ab jetzt wieder hoffentlich ein wenig normaler. Ich guck mal. Ja doch, Spielsound wird mit aufgenommen. Okay, jetzt aber, wir sind hier in Stinklander Ranz, unserer florierenden Großstadt, und es gibt Neuerungen. Polizei wollen sie haben. Naja, war ja klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir hier waren. Es gibt Neuerungen. Ich weiß nicht genau, wo man das jetzt bauen kann. Ich hab... Huch, jetzt wird's Nacht. Ich schau mal ganz kurz hier. Was wollen die denn? Verbrechen im Gange. Zwischen der Polizei. Wo ist denn... Wo hab ich denn? Wo ist denn hier... Ich hab noch gar keine Polizei hier, ne? Polizeirevier. Wo bauen wir mal das Polizeirevier hin? Da haben wir die Feuerwehr. Alter, wie groß ist denn das? Ich will ja das Kleine auch hinbauen, nicht das Große. Ich bin noch ein bisschen verpeilt. Also ich fange ja gerade erst wieder an, ne? So. Wupp dich. Dann haben wir immer noch plus 6.900 die Stunde. Das heißt, unsere Stadt geht richtig ab hier. Die geht richtig nach vorne. Also, Freunde, habt ihr noch nie gesehen. 8.000 Einwohner, knapp 7.000 Einnahmen. Die werden ja richtig zur Kasse gebeten einfach. Aber das liegt natürlich daran... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben ja nicht so viele Straßen, ne? Die Querstraßen werden dann noch abgerissen hier. Und hier oben haben wir jetzt einfach so gemacht. Und da kann man eventuell noch sowas hier abreißen. Hier so ein Stück Straße. Dann kommen die halt von oben reingefahren oder von unten. Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich lasse ich das von unten nach oben. Dann reiße ich da oben ein Stück raus. Und hier mache ich es dann auch von unten nach oben. Das heißt, wir haben dann quasi die Hauptstraßen. Die werden dann vielleicht ein bisschen dicht sein. Da weiß ich noch nicht genau. Egal, das sehen wir ja später. Pass auf, ich mache mal ein bisschen schneller. Und jetzt kümmern wir uns wieder um unsere phlegmatischen Einwohner, die selber nichts geschissen kriegen. Hier wird ein bisschen gebaut, weil sie jetzt die Bullen um die Ecke haben. Da haben sie Mut und bauen sie mal ein teureres Haus. Aber wir wissen noch immer nicht, wie man das Öl weg... Ach, das wollte ich ja gucken. Wie man jetzt das Öl wegkriegt, das weiß ich ja immer noch nicht. Und vor allen Dingen die Lager. Ich kann... erweitern sie die Lager? Weiß ich immer noch nicht, wie man die Lager erweitert. Ich bin da ein bisschen... unbedarft. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier auf die Spezialisierung. Das hier war Öl. Ist eh alles nicht genehmigt. Ich brauche erst das eine, dann das andere. Ich brauche erstmal die Rohölzentrale und dann die Raffinerie. Das heißt, momentan kann ich ja quasi noch ja nichts machen. Außer natürlich gucken, dass es mit der Stadt rund läuft. Wie sieht's aus mit der Scheißerei? Super, die ganze Kacke wird dahin abgezwirbelt. Und die Pumpe schafft das ganz gut, obwohl wir eigentlich relativ... There is a lot of shit going on. So, nein, ich möchte Dr. Wu nicht haben. Ich bin Dr. Dick. Ach, halt doch die Schnauze. Nein. Ich mag dich nicht. So, 31.000 haben wir. Wir haben aber leider keine Umweltanlage, ne? Die haben wir noch nicht, oder? Also, Pumpstation haben wir schon. Ach doch. Kläranlage. Hier ist die Kläranlage. Die Kläranlage können wir aber erst machen, natürlich, sobald wir ein bisschen mehr Cash haben. Das heißt, Alter, ist die Musik laut! Das heißt, ich warte mal ein paar Minuten. Dim, dim, di, di, di. Wir haben zu wenig Kunden. Dann baue den Puff doch woanders hin. Zu wenig Kunden. Mann, Nachfrage Wohngebiet.
ist hier vielleicht wirklich ein bisschen sehr großzügig, der Platz, aber wir können in die Mitte dann halt noch, wir können zwischen euch eine Straße reinbauen, dann Park dran setzen, hier so eine Straße reinziehen statt der Baumreihe. Und was ich jetzt mal mache, ich erhöhe jetzt mal, sollten doch eigentlich schon erhöht sein. Ja, warum geht das nicht? So, die wollen auf jeden Fall mehr Häuser, die sollen mehr Häuser kriegen. Hier, das ist ja das Einfachste von der Welt. Da muss ich nur gucken, dass es da mit der Scheißerei auch klappt, also dass die Pumpe da unten aushält. Das heißt, ich werde natürlich eine Kläranlage machen, Umleitung von Abwasser. Nach Großvöglingen. Ja, aber die, da ist doch auch schon die Kackmaschinerie unter Volllast, das geht doch nicht. Die haben doch schon genug zu schleppen da drüben. So, wo ist denn jetzt... Ist das hier? Plaza? Nee. Natur, klassisch. Hier ist ja der SimCity, Entschuldigung für den scheiß Lounge-Denkmalpark. Sport ist es auch nicht. Natur, Basis vielleicht? Nee, auch nicht. Ich suche gerade was. Hätte mich gewundert, wenn es bei Natur wäre. Denn es gibt ja jetzt diese Mediamärkte hier bei SimCity. Ja, man kann Mediamärkte bauen. Ich persönlich... Ach Leute, also... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ob ich... Ich find's, also ich muss mal ganz kurz sagen, dass man Mediamarkt in SimCity bauen kann. Ich find's in Ordnung, das kann man machen. Die kosten nichts. Ist halt schön, um das Spiel zu finanzieren. Pipapo, rückzufinanzieren. Product Placement, da habe ich absolut nichts gegen. Mediamarkt finde ich absolut authentisch, den da mit reinzubringen, wenn man da halt einen Werbedeal ergattert hat. Ich möchte mich jetzt nicht aus Prinzip aufregen, weil man das eben so tut, wenn es sowas gibt. Die Industrie will sich vergrößern. Okay, können wir bald machen. Was ich aber persönlich daran jetzt... Ich finde das vielleicht ungünstig getimt oder auch... Ich finde es mit diesem... Moment, ich mach mal ganz kurz auf Pause. Dann mache ich mal weiter hier. Ich finde es generell ungünstig, dass... es wirkt nach außen so, liebes EA, bei allem Respekt, es wirkt nach außen halt so, auch mit dieser Zahnpasta-DLC-Aktion. In Amerika wurden halt mit Zahnpastas irgendwelche DLCs verkauft, die man dann bei SimCity einlösen konnte. So ziemlich nach Launch war das gerade. Und jetzt erst das mit dem, was war das hier, mit dieser Auftankstation, Energiestation, jetzt noch das mit dem Mediamarkt. Es wirkt wirklich so, als läge der Fokus beim Spiel nur auf dem Ausschlachten, auf dem kommerziellen Ausschlachten. Und der Rest, tja, ist halt so ein unliebsames Etwas, so ein Rattenschwanz, den man hinter sich herschleifen muss. Doof, dass jetzt die Spieler auch da sind, die jetzt ein vernünftiges Spiel erwarten mit vielleicht größeren Maps, da gibt es ja auch Kampagnen, mit vielleicht einem vernünftigen Verkehrssystem. Ich weiß nicht, ob da geschraubt wird, keine Ahnung, Infos gibt es ja nicht dazu. Da wird ja nichts nach außen getragen, irgendwas zum Beruhigen der Spieler vielleicht mal. Und dann halt immer sowas und da ist, ich weiß nicht, das ist für mich so, als würde da jetzt quasi eine Marke einfach nur noch kommerziell grandios ausgeschlachtet, so gut es geht. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Product Placement, aber vielleicht sollte man den Fokus oder vielleicht sollte es man sollte es vielleicht taktisch anders rüberbringen, weil es wirkt nach außen doch sehr, vielleicht wirkt es ja so, wie es wirklich ist, ich weiß es nicht. Ich lasse mich da auf keine Spekulationen drauf ein, ich möchte da nicht mutmaßen, ich, just saying, wie es ja so schön heißt, ne, nur mal so am Rande erwähnt. So, das mal ganz kurz meine 2 Minuten, weiter geht's. So, Pinke kann fließen. Wir haben Fabrikbedarf. Und wie sieht's denn aus hier? Das ist in unserer Stadt der Fabrikbedarf. Deswegen werde ich mal ganz kurz die Straßen hier ein bisschen upgraden. So. Und vielleicht hier auch mal. So. Die Straßen hier werden eh noch abgerissen. Diese Querstraßen. Dann gucken wir, wie wir den Verkehr lenken. Das kriegen wir schon. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen hin. Hui! Was hier los ist? Hier kommen jetzt die neuen Einwohner. Da brennt es. Gerade eingezogen. Schon brennt. Die lassen hier alles in die Stadt. Scheiße. Müsste so ein Retarded-Viertel irgendwo ergründen. So, wie sieht's denn aus? Oh, ja, normal ausgelastet. Aber ich kann mir inzwischen schon... Gucke mal, das mache ich direkt jetzt. Nein, da kann ich nur 2 von den Dingern bauen. Auf der anderen Seite auch.
Ich bin mir unsicher, wo ich das Ding jetzt hinklatschen soll. Vielleicht ja hier. Dann kann man so nach oben ausbauen. Weißt du, das müsste ja gehen eigentlich. Dann haben wir das hier direkt im Industriegebiet. Wobei ich da auch keine Pumpe hinstellen möchte im Industriegebiet. Ist vielleicht doch ein bisschen ungünstig. Eventuell hier. Ich meine, wer will beim Klärwerk wohnen? Das ist natürlich auch die Frage. Aber da kann ich halt keine Pumpe hinbauen. So, der Wind geht da rüber. Ich weiß nicht, ob eine Kläranlage stinkt. Normalerweise stinken ja ohne Ende. Scheiße, das war eine falsche Entscheidung. Ich war mir nicht so sicher, ob das okay ist mit der Kläranlage in der Nähe. Ich hätte sie nicht ins Wohngebiet ballern dürfen, war doof. Vielleicht reiße ich die auch ab, ist doch egal. Dann haben wir halt ein bisschen Geld ausgegeben. Komm, da fließt jetzt ein bisschen Kacke, fließt jetzt dahin. Dann baue ich das Ding da weg. Veraltete Endrohre. Ja, ja, aber hier ist doch der New Shit, also im wahrsten Sinne. Dann baue ich die da weg, damit die Einwohner lieber glücklich werden. Dann machen wir es ja vernünftig auch, weil wir hier, naja, hätte ich mir auch selber denken können, dass da die Leute nicht unbedingt happy sind, wenn die Scheiße in ihre Nachbarschaft fließt. 64.000 brauchen wir, dann baue ich noch eine. Was soll denn der Geiz? Ist doch egal. Haben mal ein kleines Fehlerchen gemacht, aber egal, daraus lernt man ja. Und guck mal, wie sie brav die ganzen, das ganze, naja, frisst quasi. So. Und schon leiten wir das Ganze mal um. Gucken wir mal, wie sehr die ans Limit gerät. Und dann baue ich halt mal 50.000. Aber jetzt schon, das heißt, wir machen 7.500 die Stunde. Das ist schon mal recht stattlich. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das Ganze hier ein bisschen gewuppt kriegen. Dass wir das Ganze ein bisschen hochwertiger kriegen auch. Ob ich da noch ein paar Bäume und Parks und sowas hinmachen soll, ich weiß es immer nicht so genau. Aber es kann ja nicht schaden eigentlich. Was brauchen wir denn momentan? Wir brauchen die mittelpreisigen. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier auf Natur. Das mögen die ja ganz gerne. Park mit bunten Pfaden. Das ist das Schönste von der Welt. Park mit geraden Pfaden ist das Zweitschönste von der Welt. Oder ich mache mal so einen großen. Die haben dafür einen größeren Radius. Großer Schlenderpark. Der hat einen gewaltigen Radius. Dann baue ich den mal einfach hier so in die Mitte rein, oder? Komm, ich baller den da einfach hin. Bams! So, jetzt wird geschlendert hier, Freunde. Zieh dir das mal rein. Los, sofort die Häuser ändern. Da ändern sich sofort die Häuser. Und im Umkreis bitte auch. Im Umkreis, da ändern sich die Häuser. Da ändern sich schon die Häuser. Da bin ich mal gespannt. Wir machen das Ganze ein bisschen hochpreisiger. Haben wir ein paar Einwohner verloren. Ein bisschen Steuern verloren. Aber trotzdem kassieren wir ja noch genug. So, 61.000 haben wir. Das Ding kostet, glaube ich, 64, ne? Dann würde ich sagen, wir ramschen die einfach weg und machen tatsächlich eine neue Kläranlage. Was willst du denn? Kriminalität? Na gut. Da müssen wir doch noch ein bisschen warten mit der Kläranlage. So, 2. Dann mache ich einfach mal 3. Schaden kann es ja nicht. So, und Krankenhaus-mäßig muss ich auch noch mal gucken, dass ich vielleicht noch ein paar Krankenwagen baue. Voll die Krankenwagen, ey. So, dann müssen wir mal gucken. Hier kommen langsam. Die sind schon ein bisschen hochpreisiger, aber halt die Dichte ist noch nicht so hoch, ne? Also das wird noch ein bisschen dauern, bis die Dichte hier steigt, weil wir so viel Wohnraum auf einmal haben. Das heißt, wir haben ganz viele kleine Häuser und wenn da mehr Bedarf da ist, dann rücken die schon enger zusammen, bis wir ja ein stattliches, teures Ghetto haben einfach. So wie es am Ende immer ist in den Städten. Auch in einem richtigen Leben. Neo-Tokio und so, weißt ja. So, 46.000, stinkelner Ranz, floriert. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das Öl hier wegkriegen soll. Oh, was ist das denn? Bürgermeisterhaus. Kann ich ja neben das Klärwerk bauen. Ne, das baue ich dann tatsächlich dahin.
Aber ich warte noch ein bisschen. Schulbildung könnte ich auch mal machen eigentlich. Keine Schulen. Ja, ist doch egal. Die müssen doch nur am Öldingens da arbeiten. So, Gymnasium, öffentliche Bibliothek. Ja, aber die dafür noch länger in der Scheiße wühlen lassen, ist jetzt auch nicht so korrekt, oder? Ich habe jetzt übrigens gelesen, das Bildungsniveau hier unten, ne, das setzt sich tatsächlich aus allen Schulformen zusammen. Zwar ist es so, dass die Sims immer zur nächstgelegenen Schule gehen, aber trotzdem braucht man alle Schulformen, um ein hohes Bildungsniveau zu erzielen. Und genau das haben wir natürlich auch vor, genau das werden wir natürlich auch machen. Wir werden so ein Bildungsniveau haben, also da träumt der Papst von. Weiß gar nicht, was der für ein Bildungsniveau hat. Bestimmt Realschulabschluss. So. 59.000. Ich warte jetzt doch noch auf das Ding da. Anschließend die Schule. Lauter Musik. Ach du Scheiße. Ich würde mal sagen, wir machen natürlich noch einen Patientenflügel dahin. Da müssen wir leider doch noch ein bisschen warten. So, und das Ding setze ich mal auf die andere Straßenseite. Und das Ding setze ich mal nach vorne. So, dann können die zu allen Seiten ausbrechen sozusagen. Und jetzt muss ich doch noch wieder sparen. 34.000, okay. Spare, spare. Spare, spare. Die Kommentare über das Rumsingen. 40.000. 40.000 Simoleons. Wer war das nochmal? War das Westernhagen oder Grönemeyer? Ich weiß gar nicht mehr. So, na dann wollen wir mal hier kommen. Dann machen wir die. Aha. Ah, die werden ja eh geändert dann. La da dam dam da da da. La di da da. So. Einwohnertechnisch dauert das alles hier ein bisschen, aber immer schöne Arbeitsplätze, alles tippitoppi hier. Überall brennt es. Das sind romantische Osterfeuer in den Wohnstuben direkt. Das ist ja so, normalerweise muss man da zum Osterfeuer hinfahren, aber hier in Stinkingen, in Stinkel an der Ranz, da ist es so, dass wir die Osterfeuer traditionell direkt im Wohnzimmer veranstalten. Da rückt die ganze Familie enger zusammen. Auf dem Weg nach draußen, im Türrahmen. So. Benzinpumpe, Gashebel, was? Kramladen, Markimarkt. Wie geil. Und wo ist der Fresh Prince Markt? Kennt ihr Markimarkt, kennst du Fresh Prince? Oh Gott. So. Müllentsorgung, da müsste doch der Mediamarkt sein. Nee, weiß ich nicht. Verwaltung. Abwasser. Wo kann der sein? Wo kann er sich verstecken? Hier ist halt dieses nichtsnutzige Nissan Leaf Ladestation. Bildung, Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Oh, bist du übersteuert. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich habe keine Ahnung, wie man den hinbaut. Vielleicht habe ich mir den gar nicht installiert, aber da sollte er automatisch mitkommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir gerade auch Wumpi Wumpe. Straßenbahn sind einfach Baby steht hier. Wir brauchen ein echtes Eisenbahnnetz. Ich bräuchte erstmal was. Es gibt mehr Autos auf der Straße als Leute. Warum Busse? Ja, ja, Busse, Busse. So, 56.000. Wir haben ja noch eine Menge Bauzeug hier. Eine Menge Bauplatz. Ich könnte jetzt natürlich auch richtig reinhauen und sagen, komm, wir bauen hier noch eine Menge Industrie hin. Hier zum Beispiel. Oh, da sind ja schon ein paar. Oh. Nicht genügend Abnehmer, nicht genügend Abnehmer. Dabei haben wir doch... Wir haben noch... niedrige Grundstückspreise. Ja, entschuldige mal. Oh, habe ich das falsche Haus abge... Nee, doch nicht. Dann ziehst du halt hier rüber.